Und dann kommen wir zu dem heimlichen Star unter den Trakehner-Verarbern der Gegenwart, zu Blancpain. Hier unter seiner Reiterin und Ausbilderin Christine Müller. Zunächst stand ja einzig und alleine die sportliche Karriere im Fokus dieses Hengstes. Er war qualifiziert zum Bundeschampionat und mehrfach siegreich in Dressuren der schweren Klasse. Erst im Jahr 2017 ging er dann erstmalig im Landgestüt Neustadt-Dosse als 12-jähriger Hengst in den Deckeinsatz, dieser Sohn des Perron Junior aus der Babette 4 vom Silver Moon und Schweden Gruß. Die Mutter, Babette 4, brachte in Ballon Bleu von Krokant und Brücke von Tivano zwei weitere hocherfolgreiche Dressurpferde mit Erfolgen bis Intermediate 2. Ihr Vater Silver Moon stellte auch das Ausnahmedressurpferd Blue Horse Matinee. Ja, die ersten Vererbungstendenzen, die ersten Jahrgänge von Blancpain sind sehr vielversprechend. Er wurde direkt vom Trakehner-Verband als Elite-Anwärter ausgezeichnet, weil seine Fohlen sich wirklich sehr bewegungsstark und sehr großrahmig präsentierten, mit wirklich gutem Abdruck aus dem Hinterbein. Und im vergangenen Jahr konnte hier mit dem im Bild zu sehenden Graf von Falkenhöhe sein erster Sohn gekört werden, aus der Zucht von Karl Friedrich Peters aus Wust. Besonders bei Blancpain ist zudem, dass sein Pedigree frei von Millennium und Easy Game ist und somit eine besondere Alternative in der Trakehner-Population bietet.